ich dachte, ach, das ist bestimmt voll cool da und das dazu. Ich habe keine Ahnung, wieso. Oder ist das Toilettenpapier? Das ist doch kein Toilettenpapier. Weckt wie heiße Semmeln. Kein Dreck, kein Schmutz, alles wunderbar. Blende ich aus, so nennt man es in der Schminkfachsprache. Da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Das wäre mir ganz gefährlich. Würde ich einfach so ein stilles Wasser kaufen, ganz normal aus dem Baumarkt. Ich scheiße, so ein Mist. Was ist das denn für ein Scheiß? Huch, was war das denn? Nochmal. Charcoal. Hallo Shiva Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen kleinen Action Haul. Ach so, eins vorweg. Vielen Dank nochmal fürs Daumen drücken. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Ich musste keinen Schlauch schlucken. Es ging ja letztes Mal, also im letzten Video war ich so ein bisschen aufgeregt, weil ich ein Herzecho hatte und ich dachte halt, ich muss, also da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal schluckt man so einen Schlauch und kriegt eine Vollnarkose und dann wird das irgendwie von innen irgendwie gespiegelt oder eine Sonung, keine Ahnung, irgendwie sowas gemacht. Und davor hatte ich halt total Panik, aber dem war nicht so. Das war ganz normal, so eine Sonographie, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es ist nichts bei rausgekommen. Also was heißt, es ist nichts bei rausgekommen? Man konnte das Herz halt nicht schallen, weil ich Implantate trage und das funktionierte halt irgendwie überhaupt nicht. Es ging von der Seite nicht, es ging von vorne nicht, es ging irgendwie überhaupt nicht. Naja, aber sie sagte das, was sie gesehen hat und vom EKG war es okay. Weitere Abklärungen sind dann beim Neurologen. Naja, ich wollte jetzt hier auch nicht mal die Gesundheitsgeschichte erzählen, nur weil ich das halt beim letzten Video erzählt hatte und einige auch auf Instagram gefragt hatten und hatte da auch nichts weiter zu gepostet, weil ich ja dem Tag so aufgeregt war. Aber wie gesagt, die Aufregung war umsonst, alles war okay. Ja, folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. So, heute gibt es einen Action-Haul. Dazu muss ich auch was sagen, ich war nämlich bei einem anderen Action. Ich war nicht bei meinem Action, wo ich sonst bin. Und ich war sowas von enttäuscht. Also es war wirklich der letzte Müll da, der Laden. Also es war so klein, so verwinkelt. Und genau da, wo man als Frau gerne hin möchte, nämlich zu den Masken und zu den ganzen Kosmetiksachen und so weiter und so fort, Schminksachen, da waren so dicke Pfeiler vor. Also man konnte gar nicht sehen, was dahinter war. Ungefähr so ein bisschen Platz. Und man musste sich da voll so lang wuscheln. Dann hatten wir gefühlt das halbe Sortiment nicht. Ich weiß nicht, was das für Action war, aber also das war richtig blöd da. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem was mitgenommen. War übrigens in Hamburg. Und ich dachte, ach, das ist bestimmt voll cool da. Und das dazu war es nämlich überhaupt nicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz habe ich doch natürlich, wenn man bei Action sitzt, nimmt man natürlich trotzdem irgendwelche Sachen mit. Was heißt irgendwelche? Ich habe eigentlich ganz gute Sachen gefunden, auch im Wochenangebot. Und ich fange euch mal, ach so, ich fange jetzt an. Das fand ich auch total merkwürdig. Bei meinem Action oder bei unserem Action, wo ich hier immer bin, da gibt es diese Pure Soft Kitchen Towel, also diese Küchenrollen, gibt es im Viererpack. Da gab es sie nur im Zweierpack. Ich habe keine Ahnung, wieso. Oder ist das Toilettenpapier? Das ist doch kein Toilettenpapier. Kitchen Towel, das ist doch für die Küche. Ja, logisch ist das für die... Naja, ich weiß auf jeden Fall nicht, dass das sind halt nur zwei drin. Ich habe sie trotzdem mitgenommen, weil ich gerade welche brauchte. Aber da habe ich auch gedacht, was das denn für ist. Ja, dann habe ich einmal im Wochenangebot, das habe ich schon mal gehabt. Das ist so eine richtig coole Aufbewahrungsbox. Das kann man so einzeln aufeinander stapeln. Kann man das sich dann hier oben so öffnen. Und dann hat man hier so kleine Fächer, wenn man jetzt irgendwie Bastelsachen da reinmacht. Oder Ohrringe. Oder Wäscheklammern, wollte ich gerade sagen. Büroklammern. Und so weiter. Also man hat ein richtig schönes Ordnungssystem. Oder hier, wie sie abgebildet haben, so kleine Aufsteckkügelchen. Also wie gesagt, wenn jemand bastelt oder näht oder sonst irgendwas, finde ich, ist das ein richtig schönes Ordnungssystem. Und das war im Wochenangebot. Also es wird noch, wird das noch, wenn das Video online kommt. Ja, das kommt ja Sonntag. Sonntag. Ja, erstmal überlegen. Dann ist das noch bis Mittwoch im Wochenangebot. Genau, Mittwoch, nee, bis Dienstag. Mittwoch ändern die ja immer das Sortiment. Genau, fand ich klasse. Hatte ich auch schon hier oder habe ich auch schon hier. Dann habe ich einmal, das war auch im Wochenangebot. Da weiß ich nicht, fand das so schön. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es das schon immer gibt bei Action. Dieses Silan Supreme. Das sah so schön aus mit dieser, mit der Schleife und in rosa. Doch, da rieche ich mal dran. Und dann habe ich dann, oh,
Das riecht total schön, frisch, leicht so ein bisschen nach Rose, nach Rosé. Also richtig angenehm. Also ein ganz klein bisschen auch nach Lenor. Also kann ich nicht so gut beschreiben. Auf jeden Fall bin ich da mal sehr gespannt auf diesen Weichspüler. Ich meine, ist nicht viel drin, 600 Milliliter. Aber ja, hat mir gut gefallen, sieht schön aus und ich bin mal gespannt, wie der so riecht in der Wäsche drin. So, was habe ich denn noch? Ich muss mal gucken, was. Ich weiß nicht mehr so genau, welches im Wochenangebot war. Und, ah ja, das war auf jeden Fall im Wochenangebot, das weiß ich. Das ist so eine schöne Vanillekerze zum Deckel. Das finde ich immer ganz gut, damit der Raum nicht so voll duftet oder nicht so einstaubt. Und ich habe da dran gerochen. Es gibt ja so manche Vanilleduft, die mag ich irgendwie nicht so gerne. Aber das finde ich schon richtig gut. Das ist so schön sanft. Und ja, ich finde, die sieht echt schick aus. Na, Bömmel weg. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, die ist auch noch im Wochenangebot bis Dienstag. Sieht irgendwie lustig aus. Genau. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich glaube, das war's von den Wochenangeboten. Der Rest ist ganz normal. Das heißt, ich habe wieder meine Müllbeutel mitgenommen für die Katzen. Ja, die kostet, glaube ich, 49 Cent oder sowas. Habe ich zwei Stück mitgenommen. Die gehen weg wie heiße Semmeln. Desto mehr Futter die Kleinen bekommen, desto mehr kommt natürlich auch hinten raus. Oh Gott, was ist denn heute mit meinen Haaren? Ich habe die diesmal einmal nicht gewaschen. Normalerweise wasche ich die immer einmal, bevor ich ein Video drehe. Diesmal habe ich nur Trockenhaarshampoo und die sind total aufgeplüscht irgendwie. Weiß ich auch nicht. Naja, ist okay. Dann habe ich einmal diese Wattepads mitgenommen von Alvira. Die sind auch mega günstig da. 80 Stück drin. Das ist irgendwie so ein durchlaufender Posten. Also die nehme ich immer mit, wenn ich bei Action bin. Genauso wie diese Augenpads. Huch. Wie diese Augenpads von. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn die Marke? Na, ist egal. Auf jeden Fall, diese Augenpads, die sind voll hässlich, sehen halt wirklich so doof aus. Aber bei mir bringen die echt was. Also, die mildern die Fältchen, die bringen richtig schön Frische. Und doch, bin ich von begeistert. Die habe ich immer im Kühlschrank und die sind mega günstig. Wie viel sind da drin? 4 Stück. Und ja, das ist so ein Gurkenextrakt. Wie gesagt, also bei mir helfen die richtig, richtig gut. Die mache ich auch immer unter, wenn ich. Achso. Die mache ich auch immer darunter, wenn ich mich jetzt irgendwie gerade schminke und ich jetzt irgendwie so besonders stark oben schwarz habe und ich weiß, dass das brüsselt so, wisst ihr, wenn man sich geschminkt hat, also wenn man hier oben Lidschatten macht und das kommt dann hier unter so, das ist immer voll ätzend. Deswegen mache ich immer, währenddessen ich das hier oben mache, klebe ich mir diese Augenpads unten drauf und dann zieht man die einfach ab und dann ist alles wieder gut. Kein Dreck, kein Schmutz, alles wunderbar. Übrigens habe ich jetzt mal tatsächlich probiert, dieses, wenn man sich so schminkt, macht man doch hier immer dieses V. Das kriege ich irgendwie überhaupt nicht hin. Ich mache das ja auch nicht mit so einem Lidstrich. Ich mache das tatsächlich mit Lidschatten. Aber ich finde, heute hat das doch ganz gut geklappt. Oder was meint ihr? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Also ich übe das ja immer momentan so ein bisschen, dass ich das dann immer so. Ich ziehe mir dann immer das Augenlid so ein bisschen hoch, mache mir das dann so ein bisschen nach oben und dann verwuschle ich das Ganze, blende ich aus. So nennt man es in der Schmink. Fachsprache, da muss ich mich so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich bin ja nicht so ein Schminkprofi. So, dann habe ich mir wieder mitgenommen, das hatte ich letztes Mal schon, so ein Notebook, das finde ich total klasse. Das muss bei mir immer so ein Ringblock sein, weil ich dann immer, wenn ich irgendwas aufgeschrieben habe, das dann auch abreiße. Also hier schreibe ich zum Beispiel an den Tag Montag auf, schreibe ich alles meine To-Dos oder hier meine Videoplanung. Ich bin übrigens schon bei im Januar mit meiner Videoplanung. So, aber das nur nebenbei. Und hier hinten kann man dann noch irgendwie, was weiß ich, wenn man eine Überweisung zum Arzt hat, ablegen. Dann sind hier noch solche kleinen Zwischendinger. Die finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Das Ding, das Ringbuch hat 125 Blätter. Und ich finde auch den Farbverlauf voll schön. Deswegen habe ich mir das jetzt nochmal mitgenommen. Und weil bei dem Action gab es auch nicht wirklich viel mitzunehmen, was jetzt irgendwie besonders ist. Oder wie gesagt, also da. Also, ganz blöde Action. Habt ihr eigentlich eine Action in der Nähe? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Manche schreiben ja auch, oh, also ich habe ein Action, aber da fahre ich 1,5 Stunden hin. Oder bei uns gibt es gar kein Action. Oder ja, was weiß ich, 2 Meter weiter ist bei mir ein Action. Das wäre mir ganz gefährlich. Ich wäre ja fast jeden Tag da. Genau. Dann habe ich einmal für die Katzen dieses Purina von Gourmet mitgenommen. Von Purina Gourmet. Oh Gott. Keine Ahnung. Auf jeden Fall essen die immer gerne. Da steht Dinde drauf. Das ist
Truthahn. Genau, das kostet jetzt aber auch schon 50, 52, 55 irgendwie Cent. Und früher hat das nur 40 gekostet. Aber es ist immer noch günstiger als in den Geschäften, weil da kostet das 60 oder 70 Cent. Und ich will das sowieso nicht mehr so viel meinen Katzen geben, besonders Milo nicht, weil ihr wisst ja, Milo, also die, die mich schon länger oder ein bisschen oder wie auch immer verfolgen, die wissen ja, dass Milo, ja, dass es ihm nicht so gut ging und dass es immer mal so ein Auf und Ab ist und ich möchte da jetzt so alles minimieren, was irgendwie seiner Gesundheit schaden könnte. Und das ist ja unter anderem Zucker oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich möchte mir jetzt auch nicht so richtig mehr Leitungswasser geben. Da will ich einfach so ein stilles Wasser kaufen, ganz normal aus dem Baumarkt. Aus dem Supermarkt. Und ja, man weiß ja nie, was in den Leitungen ist, ob das hier irgendwie alte Leitungen sind oder. Ich glaube, bei uns ist das Wasser nämlich auch ziemlich kalkhaltig. Das merke ich an der Waschmaschine, an der Wäsche oder was weiß ich, wenn das aus dem Geschirrspüler kommt. Und das trinkt man dann halt, also die Katzen. Und weiß ich nicht. Gut, ich trinke damit auch meinen Kaffee. Eigentlich müsste man so einen Wasserfilter haben, ne? Manche von euch haben bestimmt so einen Wasserfilter. Das finde ich eigentlich eine echt coole Idee, so ein Wasserfilter. Dann habe ich mir nochmal diese Ballpoint-Pens gekauft, also diese ganz normalen Kugelschreiber halt. Die dachte ich, die sind voll doof und schreiben halt. Kennt ihr diese Billig-Kugelschreiber? Ich schreibe, das ist ein Mist. Aber die finde ich echt schön vom Design und die schreiben auch noch gut. Die schreiben zwar nicht so gut, es gibt welche von Teddy, die liebe ich. Die kostet auch nur 1 Euro. Da sind allerdings auch nur zwei, glaube ich, drin. Oder drei, weiß ich nicht. Aber die sind noch ein bisschen besser. Die schreiben richtig schön weich und natürlich auch in Blau. Ich muss immer, Kugelschreiber müssen bei mir immer irgendwie blau schreiben. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Und ja, die sind echt auf jeden Fall zu empfehlen. Würde ich euch empfehlen zu kaufen, weil die schreiben echt gut. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, wo man schreibt und dann hört das auf oder es ist so ganz krakig und kratzig. So eine Kugelschreiber kennt man ja. Nimmt sich eine Kugel und denkt, was ist das denn für ein Scheiß? Davon habe ich auch irgendwie zwei im Auto. Die benutze ich auch nie. Ein Glück musste ich sie auch noch nie benutzen. Aber man hat ja immer einen Stift im Auto, wenn man denkt, wenn mal jemand falsch parkt oder wenn mal irgendwie was passiert oder was auch immer. Aber zum Glück brauchte ich das noch nicht. Dann habe ich mir noch einmal so einen Untersetzer mitgenommen. Den fand ich richtig schön oder den finde ich richtig schön. Den habe ich da hinten, konnte jetzt nicht sehen, da hinten habe ich den auf jeden Fall stehen. Habe da so eine schöne Kerze drauf. Von dem her könnte man die auch als Untersetzer so für Teller, wollte ich gerade sagen, für Gläser und so weiter, für Tassen und Gläser und so weiter. Für Gläser und Tassen nehmen. So. Aber ich mache darauf meine Kerzen. Ich finde, das sieht immer richtig schön aus. Genau. Ich glaube, 99 Cent. 99 Cent kostet so ein Ding. So, dann habe ich mir mal wieder diesen All Purpose Cleaner. Gott, nochmal. All Purpose Cleaner. Purpose. Das ist aber auch. Das war irgendwie ein Zungenbrecher, oder? Also nicht ein Zungenbrecher, sondern so komisch auszusprechen. Purpose. Das hört sich richtig blöd an, oder? Dass du öfter mal das sagst, Pio-Pios. Aber das heißt doch so, das wird doch so ausgesprochen, oder nicht? Naja, auf jeden Fall Rosemary and Ginger, das riecht richtig schön. Das benutze ich, ja, das soll ja eigentlich für alles sein. Also für mich ist das immer so ein bisschen wie ein richtig schöner Glasreiniger. Das ist 98% pflanzenbasiert und 750 Milliliter sind drin enthalten. Und ja, schöne Verpackung, riecht gut. Und ja, wie gesagt, also ich benutze das immer als Glasreiniger, finde ich immer ganz gut. So, huch, was war das denn? Ach, jetzt habe ich mich an dem, ach, der Verpackung geschnitten. Oh, KI, wenn ich daran denke. Ich hatte mal, als ich im Büro gearbeitet habe, habe ich irgendwie so ein Papier rausgenommen. Und ich habe mich so derbe geschnitten am Finger. Das tat so unnormal eklig weh. Kennt ihr das? Habt ihr euch schon mal am Papier geschnitten? Oh, finde ich ja richtig eklig, sowas. Und so habe ich mich hier gerade an diesem Ding geschnitten. Die wollte ich mal mitnehmen von Colgate, diese Zahnbürsten. Und diesen Bürstchen hier ist da so ein bisschen Gummi. Und halt, ja, ich fand das ganz gut von der Aufteilung her. Und das soll die Zähne weißer machen, weil da Kaschkaroal. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Nochmal. Charcoal. Sprachen lernen, Bubble. Also, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Könnt ihr das aussprechen? Also ich nicht, ist ja auch egal jetzt. Auf jeden Fall habe ich mir die gekauft und dachte mir, naja gut, weiße Zähne sind ja immer gut. Deswegen habe ich mir nochmal von Colgate diese Max White. Die war, glaube ich, tatsächlich auch ein Wochenangebot, bin ich der Meinung. Das ist eine Limited Edition und da bin ich schon ganz gespannt drauf. Also ich habe ja jetzt eine Zahnpasta, mit der bin ich super zufrieden. Die heißt extrem clean. Gott, das bin ich durcheinander. Wie heißt sie denn? Naja, auf jeden Fall habe ich eine, mit der bin ich sehr zufrieden. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus und das sah irgendwie so schön aus und im Angebot. Und naja, dann hat man sich das einfach mal mitgenommen. So, wie ihr merkt, also merkt ihr nicht, aber es ist jetzt das Ende. Es ist das Ende. Habe ich nur noch eine Sache und zwar diese Handmaske von Minnie Maus. Ich bin jetzt zwar nicht so ein Minnie Maus Fan, aber fand ich irgendwie trotzdem süß. Und eine Handmaske ist ja immer mal ganz gut. Ich hatte mal eine von, war das von Action? Also die hat so eklig gerochen. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt drauf, wie die so riecht und wie die so ist und wie die so wirkt. Und wahrscheinlich kommt sie natürlich nicht an die von Neutrogena ran. Aber ja, fand ich irgendwie süß. Ja, das war's auch schon. Ich kann euch nochmal die Tüte zeigen. Ich wollte nämlich erst eine ganz andere Tüte mitnehmen. Diese typische Action-Tüte. Ich finde die irgendwie nicht so hübsch. Aber da gibt es ja, letztes Jahr gab es da welche mit Herbst-Design, mit Weihnachtsdesign. Und ich habe jetzt noch so eine Sommerdesign-Tüte gefunden. Die fand ich irgendwie voll niedlich. Und die sieht süß aus. Ja, und nun sind wir schon am Ende angelangt. Das war's mit dem Action-Haul. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr irgendwas Nettes kommentiert, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das ist kostenlos. Und wenn ihr dem Video bei Gefallen einen Daumen nach oben geben würdet, wisst ihr, das Glocke aktivieren, abonnieren, kommentieren, all das, was man gerne haben möchte. So, würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und ich hoffe, wir sehen uns. Moment, jetzt muss ich mal gerade überlegen, weil ich eventuell nächste Woche ein Zusatzvideo mache, hochlade. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich hatte ja eine Abstimmung gemacht hier. Könnt ihr, glaube ich, sogar noch mit abstimmen. Wäre auf jeden Fall mega cool, weil ich richte mich dann nach euch, wann ihr das Video lieber haben wollt, also das Zusatzvideo, ob ihr das Mittwoch oder Freitag haben wollt. Ich glaube, ich hatte noch Montag gefragt, aber das möchte keiner. Oder habe ich Dienstag? Oder Mittwoch. Na, ist egal. Auf jeden Fall hattet ihr, glaube ich, die Mehrheit hatte für Freitag gestimmt. Also heißt das, dass wahrscheinlich nächsten Freitag, also kommenden Freitag, ein Zusatzvideo kommen wird. Es sei denn, ihr stimmt noch irgendwie anders ab. Dann wird es natürlich Mittwoch oder wann auch immer ihr das abgestimmt habt, gepostet. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder Mittwoch, Donnerstag auf jeden Fall, oder Freitag. Würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Und bis dann erstmal. Tschüss.